Vor wenigen Tagen war es wieder soweit. Hunderte Magdeburger zog es nach Buckau auf das Abzurfgelände und ins Zirkusmuseum. Das feierte sein dreijähriges Bestehen und wartete nicht nur mit einem richtigen Zirkus, sondern auch mit einigen Neuigkeiten auf. Durch die Fertigstellung neuer Räume ist das Zirkusmuseum in Buckau mittlerweile das größte in Deutschland. Grund genug, das dreijährige Bestehen wieder mit einem großen Hoffest zu feiern, größer als je zuvor. Im Hof wimmelte es nur so von Besuchern und das gute Wetter tat sein Übriges. Als besonderer Höhepunkt gastierte der Zirkus Smiley auf dem Hof und gab nicht nur an diesem Tage seine Vorstellungen. Wie ist die Bilanz seit dem vergangenen Jahr? Ja, mit der Bilanz sind wir eigentlich ganz zufrieden. Wir haben bis jetzt 18.000 Besucher gehabt und feiern ja, wie gesagt, in diesem Monat unser Dreijähriges. Sicherlich könnte es immer mehr sein, aber dafür, dass es ein Museum ist, was nicht staatlich beworben wird und was man auch so in den offiziellen Flyern und Anzeigen nicht findet, dafür ist es doch recht ordentlich. Gibt es irgendwelche neuen Angebote? Ja, es gibt neue Angebote und dazu kann ja nachher mein Kollege Herr Persleuer noch was sagen. Wir befinden uns ja hier in den Räumen der neuen Ausstellung, nämlich der Sammlung Preetz. Also das erste deutsche Zirkusmuseum war ja in Preetz und diese Sammlung ist ja jetzt hier zu uns gekommen. Und die ersten vier Räume sind praktisch gestaltet und das wollten wir heute schon mal dem Publikum zeigen. Zu Anfang waren die Besucherresonanz noch stärker, weil wir alle Magdeburger Schulen und Kindergärten angeschrieben hatten. Und die sind ja nur klassenweise hierher gekommen. Nicht? Und da waren die meisten Klassen und Kindergartengruppen schon hier. Und nun ebbt das natürlich allmählich ab auf ein normales Niveau. Welche Vorhaben gibt es für die nächste Zeit? Naja, ein weiteres Vorhaben ist erstmal diese Sammlung Preetz, in deren Räumen wir uns befinden, fertigzustellen. Nicht? Und dann natürlich auch unseren Zirkuswagen fertig einzurichten, der sich ja auf dem anderen Gelände befindet. Und naja, sozusagen, das reicht erstmal. Wir haben ja gerade 4 Wochen Kindermitmachzirkus hinter uns. Und naja, haben wir eigentlich genug Zirkus gehabt im Augenblick. Ja. Natürlich werden wir für nächstes Jahr auch wieder Aktionen vorbereiten. Und zwar der Weltzirkustag im April 2012. An dem werden wir uns auch wieder mit Aktionen beteiligen. Nicht? Das sind erstmal so die Vorhaben. Ja, ich habe im Augenblick 4 Bürgerarbeiter im Zirkusmuseum, die also einmal die alte Sammlung aufrechterhalten, nicht? Durch Beaufsichtigung und Betreuung der Besucher und dann natürlich hier arbeiten beim Aufbau dieser neuen Sammlung. Und von der ist bislang nur ein Teil zu sehen. Ganze 5 LKW-Ladungen kamen aus Preetz in Magdeburg an. Die Ausstellungsfläche wird sich so von derzeit 650 auf zukünftig 1000 Quadratmeter vergrößern. Diese Aufnahme der Sammlung Preetz hier nach Magdeburg war natürlich für die Freunde hier in Magdeburg auch eine Riesenarbeit. Also wir mussten also schon Monate vorher mit dem Plan beginnen und auch mit dem Einpacken und mit dem die Sachen so einpacken, dass es auch vernünftig wieder gefunden und aufgestellt werden kann. Also das war schon logistisch eine Glanzleistung. Und dass wir das so und in der Kürze geschaffen haben, ist eigentlich schon Arbeit für 2 Jahre, sag ich mal. Also wir haben 5 LKW-Ladungen hierher gefahren und mussten also das Museum dort wieder in vernünftigen Zustand herrichten, die gemieteten Räume abgeben und das Museum bestand ja immerhin seit dem 15. Oktober 1974, hätte also wieder bald Geburtstag gehabt und man kann sich vorstellen, um welche Fülle von Material es sich hier handelt. Und ich unterstelle einfach mal, dass die sich zeitweise auch so ein bisschen erschlagen vorgekommen sind, als das Material hier ankam. Denn ein Herr Mette alleine kann das nicht machen. Hier sind tolle Leute dabei, die das gleiche Hobby haben wie wir, die also jetzt hier die Arbeit eigentlich fortsetzen wollen. Der Hauptgrund, weshalb wir von Preetz weggegangen sind, ist der, dass wir keinen Platz mehr hatten und natürlich, dass Preetz natürlich eine gewisse Randlage hat. Diese Sammlung, unsere Sammlung und die schon vorhandene in Magdeburg zusammen,
ist also eine tolle Sache, die einfach in eine Gegend gehört, wo man dem auch entsprechend Würdigung entgegenbringen kann. Und das ist hier gegeben. Wir haben ja also wunderbare Räumlichkeiten und also eine Truppe von Leuten, die also begeistert dahinter stehen. Und das muss man hier einfach ganz klar sagen. Wir hatten mehrere Möglichkeiten, mit diesem Museum irgendwo hinzugehen, haben uns aber gleich, nachdem wir das hier gesehen haben, für Magdeburg entschieden. Das wird also langfristig eine tolle Sache werden hier. Davon sind wir alle überzeugt und hoffen, dass wir auch gemeinsam dieses Ziel weiter im Auge behalten können. Wir haben also sind auf Magdeburg zugegangen durch Verbindung und haben gefragt, ob wir denn vielleicht da eine Möglichkeit haben könnten. Als ich die Räumlichkeiten hier sah, habe ich gedacht, das ist es. Einfach weil hier Platz ist, man kann sich wirklich ausbreiten, kann tolle Modelle aufbauen, denn so ein Zirkusmodell wirkt erst, wenn sie genügend Platz haben, um es zu präsentieren. Und man kann austauschen, Wanderausstellungen organisieren. Das sind alles Zukunftsprojekte, die von hier aus wunderbar gelöst werden können. Ich sage nochmal, also eine Landeshauptstadt, so wie Magdeburg, kann sowas besser leisten. Und hier dieses Umfeld, Sie sehen das hier, dieses Zelt, was hier aufgebaut werden kann für diesen Zirkustag. Also schöner kann es für Leute nicht sein, die für den Zirkus werben wollen. Und insofern sitzen wir da alle in einem Boot und bin froh, dass es diese Lösung in Magdeburg gibt. Ich wurde diese Woche schon mal gefragt, ob ich Zirkusdirektor werden wollte. Da habe ich ganz kategorisch gesagt, nein, wollte ich nie werden. Ich wollte Archäologe werden. Das ist was ganz anderes. Aber hängen geblieben bin ich schließlich im Abzug. Aber dieses Hobby ist ja nur über viele Jahre aufgebaut, nicht? Und insofern ist das dann schon ein Lebenstraum, den man sich erfüllen konnte, dass man das, was man im Keller hatte, erstmal zeigen kann. Und dann kam eben der glückliche Umstand zu Pass, hier mit unseren Zirkusfreunden aus Preetz, nicht, die uns diese Sammlung hier überlassen haben, aus den schon geschilderten Gründen. Und hier muss man natürlich auch Dank sagen, diesen Zirkuskollegen dort, die hier ja eine ganz fantastische Sammlung aufgebaut haben im Laufe der Jahre, wo sehr viele alte und auch wertvolle Stücke hergekommen sind, die natürlich insgesamt den Wert des Zirkusmuseums hier gewaltig erhöhen. Nicht? Und insofern war das ein Glücksfall. Und unsere Stadt, das muss man vielleicht auch mal sagen, unsere Stadt hat natürlich da auch eine Ader für. Wir haben also auch Unterstützung durch die Stadt, nicht? Und wenn wir irgendwelche Probleme haben und gehen damit zur Stadt, dann finden wir auch ein offenes Ohr. Ja, also wir haben auch in der Stadtverwaltung sehr zirkusverbundene Entscheider. Ehemalige Artisten wie hier Jongleur Belex nutzten die Gelegenheit, den Zuschauern aus früheren Zeiten zu erzählen und sich die Zeugnisse ihrer zirzensischen Künstlerlaufbahn anzuschauen. Die Freude und Begeisterung war ihnen förmlich anzusehen und übertrug sich auf die Besucher. Und wir haben festgestellt, es ist schön, was zu sehen. Und mein Schild da drüben, das war vom Jongleur Belex, also als Jongleur habe ich auch gearbeitet. Nebenbei als Zauberer und Seiltänzer und immer neben meiner Berufsarbeit, in der ich 14 verschiedene Sparten verrichtet habe. Was haben Sie als Hauptberuf gemacht denn? Ich bin gelernter Lebensmitteleinzelhändler und dann habe ich 14 verschiedene Sparten ausgeführt im Laufe meines Arbeitslebens. Und viele Sachen von denen waren Lehrberufe. Und jetzt genieße ich mein Rentnerdasein und leiste mir noch hin und wieder mal so Zirkustouren und habe nur immer Freude daran. Und stelle fest, hier schwitze ich wieder so, wie sonst immer, wenn das Fernsehen bei uns zu Hause war. Und so ungefähr 15 Mal allein mit dem Partner im Fernsehen. Nicht? Aber wie gesagt, ist alles Vergangenheit und reich geworden sind wir dabei nicht, aber war toll und war schön. Und auf einer der Touren lerne ich Gerhard Mitte kennen und er erzählte, wir machen ein Zirkusmuseum. Ich gedacht, ihr macht da ein Zirkusmuseum? Das war doch nie was. Aber ist schön geworden, muss man sagen. Alle Achtung! Auch Helmut Schumann, jetzt Busfahrer in Magdeburg, erzählte von früheren Auftritten mit den Morenos bei Zirkus Busch und seinen Gastspielen, unter anderem beim Zirkusfestival in Monaco. Bis 1990, bis ich dann nochmal in Monte Carlo sein durfte. Ja? Ja. Zum Zirkusfestival. Hier zum 15. Ja.
Festival. Das ist natürlich da sieht man der dann, Höhepunkt das, eigentlich. Ja. Oh, war schon ganz gut, dass der Fürst die gleiche Farbe des Jahr. Weil jedes Jahr kommt dann eine neue Farbe und eine neue Kreation raus. Weil dann jeder, der teilgenommen hat, schön. Ja, wenn er sich das gekauft hat, ja. Ach so, ich dachte, wir sind ja da am besten gewesen. Nee, ist ein Scherz, aber ich müde muss man ja. Schön. Hier ist unser Originalkostüm so in Schwarz. Das kommt so als letztes bin ich dann nochmal eben mit Mondekan. Ja, für mich war es eben angenehm, eben diese ganzen Reisen und ja, machen zu dürfen. Schwierig ist, und was ich auch mal noch erzähle, von 1965 bis 1974 gab es von März bis November keinen einzigen freien Tag. Gab es jeden Tag eine Vorstellung. Meistens zwei, aber am Abbautag nur eine. Es gab nie einen freien Tag. Wann nur dann im Winter? Wie war das mit Urlaub? Im Winter dann. Urlaubstage gesagt? Ach so. Nee, der Urlaub normal, dann ein paar freie Tage, die sich angesammelt haben, die ja dann gefehlt haben. Und dann eben ein Trainingsmonat, der auch dann noch im Winter fiel. Oder sogar noch Wintergastspiele. Kristallpalast, Kulturpalast Dresden oder so. Winterquartiere und da ja, wurde doch eigentlich auch wenn man, aufgeführt, ne? Nee, aufgeführt oder Winterquartier nicht, nein, gab kein festes Zirkusgebäude. So. Das Einzige in Deutschland ist in München. Mhm. Auch schon in der DDR-Zeit gab es kein. Das Zirkusmuseum ist dienstags von 10 bis 17, mittwochs und donnerstags von 10 bis 14 und samstags von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.